Shalom Aleichem, guten Morgen. Wir lernen Sefer Shmirat HaLashon von der Chofetz Chaim. Heute 9. Tammuz, Tes Tammuz, Machzor Bet, Kreis 2. Wie viel muss der Mensch sich anstrengen und verstärken in diesem Charakter, nicht schlechte Rede über den anderen zu haben, aber auch jeden Menschen zu einem gutes Wort denken, also zum guten Urteilen. Durch diesen Charakter zum guten Urteilen oder zum guten Sprechen, Fürsprechen oder Gott behüte, Gott bewahre das Gegenteil, es ist sehr leicht für den Mensch zu bringen über sich einen Ruf, Shem Tzadik, er wird geheißen Tzadik, Gerechter, Heiliger, oder Rasha, Böser, Freveler. Es ist bekannt, dass die Pflichten, die Gebote und die Verbote, die Gunsten und die Lasten von dem Mensch, ist gemäß seine Mitzwes, die guten Taten, die hat er gemacht, oder die Averes, die Avoines, die Sünden, die hat er gemacht. Hat er gemacht mehr Mitzwes, Mehrheit, ist er ein Tzadik. Hat er gemacht mehr Sünden, Rasha? Sagen unsere Weisen in Rosh Hashanah, Talmud, Seite 16b, drei Bücher werden geöffnet an dem Gerichtstag. An dem Gerichtstag nicht nur am Rosh Hashanah, sondern auch wenn Moschiach wird kommen, wird sein Yom Adina Gadol Vanora, die große, furchtbare Gericht. Die Tzadikim Gmurim, die volle Tzadikim, werden geschrieben und gestempelt auf dem Moment zum ewiges Leben. Und die Freveler, mehr Sünden, so wie sagt Rashi, werden geschrieben und gesteppelt, sofort Chas v'Shalom le Gehenom. Und die durchschnittliche, die Benonim, die sind gemischt. Hallo. Die sind gemischt. Die Frage ist, wenn du über jemand was Gutes redet, kann sein, dass Hashem wird ihm retten. Es wird sein nur ein bisschen. Manche Sachen der Mensch konnte nicht machen oder gefallen. Oder er war nicht mit Liebe zu Gott, oder keine Ehrfurcht, oder keine Freude, oder keine schlechte Laune. Du weißt nicht. Also wenn Hashem wird Gott behüte, Gott bewahre, prüfen in deine Akten, wie bist du? Viele werden rauskommen, keine Tzadikim. Und die Mitzvot werden sein wenig, wenig und die Sünden mehr und mehr. Und du sollst nicht reden über einen anderen Mensch, der hat gemacht eine Avera. Vielleicht hast du gemacht mehrere und er hat gemacht mehr Mitzvot. Du kannst nicht rechnen und kalkulieren die Beziehung von der Mensch und Gott. Und auch wenn der Mensch hat gemacht einen Fehler, ist er immer weiter mit Hashem verbunden und er kann machen Tshuva und er muss die Mehrheit haben zum Guten. Wenn ein Kind ist in einer Sache in die Klasse nicht gut, er kann in die anderen Bereiche gut sein. Shkoyach.